Unsere Sammlungen waren schon immer getrieben durch die Neugier. Die Neugier nach der Entdeckung der Welt und des Lebens und der Entwicklung des Lebens. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Wir haben ungefähr 30 Millionen Objekte. Unser Auftrag als Forschungsbereich ist wirklich, die Sammlung in die Zukunft zu führen. Wir haben uns ja eines alten Begriffes bedient, um darüber sprechen zu können, und zwar dem Begriff der Sammlungserschließung, die wirklich beginnt mit der konservatorischen Aufbereitung der einzelnen Objekte und Sicherstellung, dass es auch in gutem Zustand ist. Ein großer Anspruch, der jetzt auch an uns gestellt wird, ist natürlich, uns überhaupt zu öffnen und viel mehr Teilhabe zu ermöglichen. Und ein gutes Instrument, um dies zu tun, ist natürlich jetzt im Zuge der digitalen Transformation voranzuschreiten, um neue Zugangsformen zu kreieren. Also, dass wir unsere Objekte da nicht verstecken in internen Datenbanken, sondern sie wirklich auch in internationalen Portalen ausspielen. Und dann auch nicht nur für Fachidioten, sondern wirklich für jedermann. Im Bereich der Massendigitalisierung ist natürlich diese Insektendigitalisierungsstraße zu nennen, wo wirklich genadelte Insekten fotografiert werden. Und dann haben wir natürlich eher aufwendigere Verfahren wie unser CT, was in der Lage ist, also die inneren Strukturen dreidimensional zu reproduzieren. Also das kennt man so, wenn man in so einen Computertomographen mal rein muss. Und wir haben verschiedene 3D-Verfahren, die Objekte rekonstruieren aus verschiedenen Fotos, die gemacht werden, von verschiedenen Winkeln. Egal, ob es jetzt 15 Millionen Insekten sind, jedes der Objekte, die wir hier haben, gerade die physischen Objekte, ist einzigartig und es steckt voll unermesslicher Informationen. Und diese Informationen zu schöpfen, nicht nur durch uns, sondern eben wirklich durch die Öffentlichkeit und sie zu vernetzen und daraus Wissen zu schaffen, um eben diesen Planeten nachhaltiger zu gestalten, lebenswerter zu gestalten, darin sehe ich jetzt die Chance dieses Projektes.